So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, heute mal wieder einen kleinen Deko-Tipp, weil ich habe so ein bisschen Reste noch über, ein paar kleine und größere Weihnachtskugeln in verschiedene Farben. Dann ein paar Weihnachtsmäuse oder Ratten in zwei verschiedene Größen. Als Dortmunder natürlich ein Weihnachtsbaum. Beleuchtet, schön kitschig. Leider nur ein braunes Holzding. Und deswegen jetzt ein schneller und einfacher Deko-Tipp. Ich habe hier so Filzsterne, die ich hier reinpacke. Stelle ich die beiden Mäuse mal rechts und links hin, verteile die verschiedenen großen Weihnachtskugeln, natürlich den Baum in der Mitte, wie ihr seht, schnell und einfach. Da eine grüne noch hin. Den kitschigen Baum mal anmachen. So, wie ihr seht, ein schneller Deko-Tipp. Ich mache mal das Licht aus, dass ihr den kitschigen Weihnachtsbaum seht. So, und als Alternative habe ich anzubieten, müsst ihr mir sagen, was ihr besser findet, mit den beiden Mäusen oder mit ein Plätzchenmann oder Plätzchenmann. Weil der jetzt ziemlich groß ist, mit der großen Ratte passt es nicht, also nehme ich die große Ratte runter und habe die kleine Ratte. So. Sieht natürlich auch witzig aus, wie ihr seht. Auch nochmal das Licht ausmachen. So, und ihr postet mir, was ihr jetzt besser findet. Mit zwei Ratten oder mit einer kleinen Ratte und den Plätzchenmann. So. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, für die sinnliche Zeit, einen schnellen und einfachen Deko-Tipp aus Resten hergestellt. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.